Ja, also vielen Dank, dass wir heute hier sein dürfen. Das freut uns ganz besonders, mal einen Blick hinter die Kulissen werfen zu können. Das ist ja nicht alltäglich. Ich glaube, es gibt nur wenige auch Kunden, die das mal so live erleben dürfen. Und deswegen freuen wir uns, da wirklich mal mit dir durch die Station zu gehen. Ja gut, ich habe zunächst einmal in den 70er Jahren angefangen, alte Autos zu sammeln. Und wurde mir schnell klar, dass ich auch einen Platz brauche, um alles unterzubringen. Habe mich dann auf die Suche gemacht und bin irgendwann auf das hier gestoßen. Das war also am Denkmalamt empfohlen als historisches Gebäude, was einen neuen Besitzer sucht. Nach der ersten Besichtigung war ich erst einmal ziemlich schockiert, weil das in sehr, sehr schlechtem Zustand war. Aber mir war klar, eigentlich ist das genau das, was ich brauche. Und dann habe ich eben mit der Sanierung begonnen. Und erst mal 10 Jahre, um sagen wir, die Basics, die Dächer und die Feuchtigkeit und alles in den Griff zu kriegen. Und dann nach und nach die Werkstätten. Stichwort Motorenwerkstatt. Ja, können wir gleich mal reingehen. Kurz mal reinschauen. Ja, der Motor ist natürlich gerade beim 300SL das wichtigste Teil vom Auto. Und deswegen ist es für uns ganz wichtig, dass wir die Motoren komplett hier im Haus instand setzen können. Also das ist nicht normal für einen Restaurierbetrieb. Die gehen sonst ihre Motoren alle zu irgendeiner Motorenschleiferei oder Motoreninstandsetzung. Wir machen das alles hier im Haus. Für jeden Arbeitsvorgang gibt es eine einzelne Maschine. Also da hinten zum Beispiel die Kurbelwellenschleifmaschine. Da werden die Blöcke bearbeitet, da die Zylinderköpfe. Hier können die Kurbelwellen auf Risse getestet werden und also wirklich alles, was man braucht für den Motor in Instandsetzung, haben wir hier, haben wir es schön unter Kontrolle und dadurch ist zum einen gewährleistet, dass die Qualität, da geht es auf Hundertstel, und das ist ganz wichtig, dass das da eingehalten wird und dass auch die Prioritäten so gesetzt werden, wie ich das haben will. Es geht also nicht um Zehntel, sondern um Hundertstel. Es gibt genaue Werksvorgaben von Mercedes, wie viel Toleranz die einzelnen Bauteile haben dürfen. Und wenn wir sowas eben in unserem Haus und mit so einem Mann wie dem Erwin machen, dann passt es. Und am Ende ist es dann hier der komplett fertig montierte Motor. Alles überholt, auch die Nebenaggregate wie Lichtmaschine, Klappenstutzen, Wasserpumpe. Der Motor ist jetzt praktisch fertig zum Einbau. Und im Regal sieht man so, wie viele Teile eigentlich da nötig sind, überholt zu werden und am Ende wieder richtig zusammengesetzt werden müssen. Ja, so ist es. Und jedes Teil muss natürlich überprüft werden. Jedes Teil muss irgendwie bearbeitet werden, damit am Schluss dann das Endergebnis auch wirklich passt. So, hier ist unsere Sattlerei. Da werden die Innenausstattungen gemacht. Hier sieht er zum Beispiel einen Flügeltürer, der ein rotes Lederinterieur bekommt. Und hier seht ihr, wie wir die Sitze machen. Wir arbeiten also mit dem originalen Rosshaar-Material, nicht mit Schaumstoff, so wie es heute üblich ist. Hier ist ein Sitzkissen vom Flügeltürer, ein altes, originales. So sieht dann zum Vergleich das Ganze fertig aus. Also das ist jetzt eine Rückenlehne von einem Sitz von einem Flügeltürer. Und da seht ihr einen Sitz von einem Roadster. Das ist also der erste originale Bezug. Und wir sind inzwischen auch darauf spezialisiert, altes Leder aufzuarbeiten. Das war in dem Fall an mehreren Stellen eingerissen. Wird hier aufgefüllt und dann so gestaltet, dass man also kaum sieht, dass es irgendwie aufgewartet oder erneuert ist. Und unser André, Meister seines Fachs, ist einfach der Beste, den ich jemals auf dem Gebiet gefunden habe und deswegen ist er bei uns tätig.
So, das ist unser Karosseriebau. Man sieht hier einen Flügeltürer, der fast fertig ist und in ein paar Tagen zum Lackierer geht. Der Karosseriebau ist eigentlich bei der Restaurierung von so Autos das Allerwichtigste und ist auch die meiste Arbeit. Also in so einer Karosserie stecken im günstigsten Fall 600, im ungünstigsten Fall 1500 Stunden drin. Man hat natürlich oft Autos, die total verrostet sind, wo die Bleche nur noch wie ein Sieb sind. Oder aber auch Unfall vorn, Unfall hinten, Unfall von der Seite. Also alles krumm und schief, wo man viele Teile dann auch neu bauen muss. Und für diese Fälle haben wir uns einmal eine Gipsform von so einem Auto abgenommen und von der Gipsform dann Positivformen gebaut. Mit diesen Positivformen stellen wir die Blechteile, die wir hier brauchen, selber her. Wie ihr seht, wird alles ganz genau eingepasst. Spalt von 3 bis 4 mm. Toll. Ja, jetzt haben wir einiges an Manufaktur gesehen, was man sonst nie auf einem Fleck so erleben kann. Das ist ja schon mal das Besondere hier. Und ich glaube, es gibt aber noch viel mehr zu sehen. Dann würde ich vorschlagen, gehen wir zur nächsten Station. Gerne.